Hey Leute, was geht ab, ey? Ganz kurz, damit ihr kurz wisst, was hier gerade bei mir Sache ist, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich meine scheiß Kamera einstellen soll. By the way, meine Softbox ist hier nicht mehr da, weil ich die mal anderen mal habe und... Was juckt euch das? Okay, ihr seht schon, ich habe Bad Pay Bay, aber hey, darum geht's gar nicht. Ich möchte heute in diesem Video einfach mal etwas machen. Und zwar möchte ich euer Geburtstag erraten. Das ist so eine Ähnlichkeit, wie ich errate euer Alter, nur dass ich halt euer Geburtstag errate. Wow, genius! Niklas ist kreativ, yeah! So sieht man meine Haare nicht, also ist das perfekt, yeah. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Let's go. So, was macht man zuerst, wenn man so ein Video drehen will? Natürlich auf Instagram ankündigen. Let's go. Ich packe das natürlich erstmal in meine Insta-Story. So, Leute, ihr könnt wieder in meinem Video dabei sein. Und zwar schickt mir ein Bild von euch und ich werde euer Geburtsdatum erraten. Also euer Geburtsjahr, nicht das Datum, sondern euer Geburtsjahr. Schickt mir einfach ein Bild und dann schreibt nach 2 Minuten oder wenn ich euch auffordere, dass ihr mir schreiben sollt, euer Geburtsdatum. Okay, Leute, ich habe hier das erste Mädchen und ich kann das jetzt halt absolut nicht erkennen. Hier der Hundefilter. Ich würde spontan sagen, sie sieht aus wie 13. Also das Geburtsjahr würde ich sagen 2003. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch sein, dass sie 12 oder so ist oder 14. Aber ich würde einfach mal 13 sagen. Das wäre so die Mitte von den beiden. Sagen wir 2030 geboren. Okay, ich frage sie jetzt. So, ich kann es gerade nicht erkennen. Das ist Spiegelverkehr. 2003. Boom. Ja, Mann, Leute, 2003, Digga. Ich wusste es einfach, 2003. Okay, Leute, nächstes Bild. Oh, Leute, sie auch schon wieder mit Hundefilter. Sie sieht aus wie 12. Das ist jetzt 12, oder? 12, man kann dann diesen ganzen Filter nicht erkennen. Weil ich würde jetzt sagen, sie ist 12, also ist ihr Geburtsdatum 2004. 2004 würde zu ihr passen, oder? Ja, doch, 2004, wir fragen sie jetzt. Also, ich schreibe gerade, mal gucken, ich zeige wieder so, damit ich es erstmal nicht sehe. Okay, sie hat geantwortet. Ah, scheiße, 2003. Gut, dann war sie wahrscheinlich 13. Kacke! Weiter geht's. Oh, Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie alt sie ist. Sie sieht aber wirklich aus wie 14. Ich würde sagen, sie ist 14 und ist 2000... Also, ich bin auch 14 und bin 2003 geboren, also... Das sagt jetzt nicht ums Alter, deswegen weiß ich nicht. Könnte entweder 13 oder 14 sein, deswegen 2003, oder? Oder 2002. Fuck, sie sieht auch so aus, als wäre sie 2002 geboren, ja. Okay, sagen wir 2002. Doch, 2002. Easy, ich bin dabei. Alles klar, Leute. 2003. Sie hat geschrieben 2003. Also sie ist 13, ist 2003 geboren. Hier habt ihr den ultimativen Chat, by the way. Nächstes Bild, yeah. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Ich sage, sie sieht aus wie 12. Doch, sie sieht safe aus wie 12. Sie ist 2004 geboren. Da kann mir niemand was einreden. Sie ist entweder 11 oder 12. Doch, 11 oder 12. Sie ist 2004 geboren. Safe. Easy 2004. Bam, 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 bam. Wow, ich glaube, dieser First Strike gerade eben war nur so Zufall. By the way, sie ist 2003 geboren, nicht 2004. Okay, Leute, hier haben wir einen Jungen und bei Jungs weiß ich irgendwie keine Ahnung warum, aber ich sehe das halt direkt so. Sein Gesicht sieht halt einfach aus wie 14. Also denke ich mal, er ist 14 und ist 2003 oder 2002 geboren. Wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, würde ich sagen 2002. Doch, ich würde sagen 2002, Leute. Let's go. Ich habe gerade heimlich auf sein Profil geguckt und er ist auf jeden Fall 14. Und jetzt fragen wir ihn auf jeden Fall mal, wann er geboren ist. 2002! Boom! Habe ich 2002 gesagt? Ich hoffe mal, ich habe 2002 gesagt. 2002. Ja. So, hier haben wir wieder ein Mädchen und bam, sie hat wieder Hundefilter. Da kann ich es jetzt wieder nicht erraten. Ich schwöre, ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde sagen, sie ist 12 und ist 2004 oder 2003 geworden. Ich sage einfach 2003. By the way, 2003. Ihr dürft natürlich auch in den Kommentaren mitraten. Einfach kurz das Video pausieren und dann in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Schätzungsweise und dann seht ihr ja die Auflösung. Ich würde sagen 2003. Bam, 2003. Let's go. So, hier haben wir es. Ich habe sie gefragt, wann bist du geboren? Und jetzt müssen wir einfach nur auf eine Antwort warten. Was? Alter! 2005! What the f... Ich hätte jetzt irgendwie 2003 oder 2004 gedacht, aber doch nicht 2005! Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, alles klar, ich schicke ihr ein Herz. Bam, oh mein Gott. Okay, Leute, langsam habe ich echt keinen Bock mehr auf diesen scheiß Hundefilter. Warum benutzt ihr den alle, ey? Hört auf damit. Gut, ich würde sagen, random, sie ist 2003 geboren, ey. Ich will was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Sie sieht so einfach so normal aus, also denke ich einfach, 2003 ist normal. Sie ist 2002 geboren. Digga, ich zähle gerade meine Punkte gar nicht mehr mit. Ey, ich bin einfach so schlecht. Ich hatte von diesem ganzen Video gerade mal nur eins richtig. Kopfschuss, einfach nur Kopfschuss, Alter. Okay, bei ihr würde ich jetzt zum Beispiel ohne Überlegen sagen, dass sie 2004 geboren ist. Sie sieht relativ jung aus, also ich denke mal, 2004 ist sie geboren. Doch, 2004, safe. Wenn das nicht stimmt, dann bringe ich mich um. Sie könnte sogar 2005 geboren sein. Also entweder ist sie 2004 oder 2005 geboren.
geboren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2005 schreibe, habe ich auch recht. Und 2004 habe ich auch recht, okay? Einigen wir uns darauf, auch wenn ich gerade mit der Kamera rede. Aber ey, streiche ich gerade meine Kamera. Das heißt, ich streiche euch, okay? 2005. Aber ich habe einen Punkt, weil ich habe gesagt, entweder 2004 oder 2005. Okay, sie sieht auch relativ jung aus. Ich würde sie jetzt First Try auf 11 oder 12 schätzen. Es könnte aber auch 13 sein, aber ich würde sagen, 12 ist sie. Und sie ist 2004 geboren. Doch, 2004 ist sie geboren. Oder 2003. Ne, sagen wir 2004. Ich habe 2004 gesagt und sie ist 2003 geboren. Dankeschön dafür. Leute, für die, die nicht wissen, wann ich geboren bin, ich bin 2003 geboren. Am 31.01.2003. Aber das erschüttert mich gerade, dass sie 2003 geboren ist. Ich dachte, sie wäre 2004 geboren. Sie sieht noch relativ jung aus. Tut mir das nicht an, Mann. Okay, by the way, ich würde sie 10 sagen. Ich sage, sie ist 10 und ist 2005 geboren. Sie ist 2005 geboren, bitte. Bitte ist sie 2005 geboren, bitte. Habe ich ernsthaft gesagt 2004 oder 2005? Sie ist 2002 geboren. Warum? Ich komme gerade echt nicht drauf klar. So Leute, das ist das letzte Bild und ich hoffe, dass ich wenigstens das letzte Bild noch in irgendeiner Art richtig habe. Sie ist 14 und ist 2002 geboren, okay? Oder? Oder ist sie 13? Mann, das kann man so schlecht sehen. Könnt ihr mal aufhören mit diesen Filtern? Okay, ich sage, sie ist 2003 geboren. 2003. Wir bleiben bei 2003. So, ich habe sie gefragt und jetzt warten wir einfach. Spät gerade an irgendjemand, der mir hilft, dass sie 2003 geboren ist. Wenn da jetzt 2006 steht, dann, ey, nee. Digga, bei 2006, dann kann ich echt nicht mehr leben. Okay, sie hat mir nicht geantwortet, das heißt, ich kann auch leider ihr Geburtsdatum nicht sagen und ich hätte jetzt 2003 gesagt. Okay, Leute, jetzt haben wir hier sie und ich hoffe mal, sie antwortet relativ schnell. Ich frage sie jetzt mal direkt erstmal, bevor ich sie bewerte. Ich darf jetzt nicht hingucken, sie hat es gelesen. Ich würde sagen, sie ist, ich würde sagen, sie ist 14 und ist 2002 geboren. Ich bin mir nicht sicher. Ja, endlich! Für das letzte Bild endlich! 2002, Leute, by the way, endlich! Schreibt mal rein, wie viele ihr richtet hattet, falls ihr mitgeraten habt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da. Falls ihr nochmal sowas sehen wollt, wie ich euer Geburtsdatum oder vielleicht sogar euer Alter, aber euer Alter gibt schon. Das war jetzt so eine abgerundete oder, keine Ahnung, eine andere Art von ich errate euer Alter. Und ansonsten, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, lasst dem Video eine positive Bewertung da. Ich weiß nicht, schaffen wir unter diesem Video 10.000 Likes? Wenn wir unter diesem Video 10.000 Likes schaffen, dann mache ich auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge davon. Vielleicht sogar noch mal etwas anderes, in dem ich auf euch reagiere. Das war's mit dem Video. Falls ihr auch bei solchen Aktionen mitmachen wollt, folgt mir auf jeden Fall noch auf Instagram. Ich heiße auf Instagram Niklas Walz. Das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Video. Ciao. Leute. I'll be out of control. Let's take it to perfection. Just you and me.